Moin Freunde, was geht ab und willkommen zu den Living News heute am 19.8. Und ja, herzlich willkommen erstmal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wichtige News stehen auf dem Plan. Wir haben einen sehr guten Punkt, also ein Dankeschön. Wir haben einen etwas negativen Punkt und drei sozusagen kleine Ankündigungen. Ihr wollt sicherlich erstmal den positiven Punkt hören und das ist 15.000. Oh, fuck, jetzt habe ich meine Wand angemalt. 15.000 Abonnenten. Das ist extrem geil. Dankeschön an dieser Stelle. Finde ich super. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke an dich, dich, dich und dich. Und ja, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn der ist eher. Das wollte ich einfach mal ganz kurz so gesagt haben. Und zwar haben sich in letzter Zeit, höre ich immer mal wieder so kleine League of Legends Beschwerden. Warum denn immer dann derselbe Champ kommt und so. Zum Beispiel bei Road to Evil Challenge, da fällt mir das besonders auf. Ich lege meinen Stift aus der Hand. Wieso kommt immer Lux und Fisch und Ahri und spiel doch mal Garen auf der Botlane. Sowas kommt da echt fast manchmal. Und da denke ich mir auch, also bei Road to Evil Challenger ist es halt wirklich so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ich auch gewinne. Und deswegen werde ich Champions da oft spielen, die ich ein wenig mehr spiele. Und sowas wie, keine Ahnung, dann die Shyvana auf der Top-Lane, die würde ich dann eher in einer S3-Folge zocken. Und ja, da müsste man natürlich ein bisschen Verständnis haben. Wir sind da jetzt aber auch ziemlich weit mittlerweile. Silber sind wir da recht weit oben. In den neuen Folgen werdet ihr das sehen. Und ja, ich glaube, diese Season Gold 5 müsste auf jeden Fall drin sein. Und wenn wir das haben, dann habt ihr auch erstmal hier genug von hier Road to Evil Challenge, dann kommen wieder mehr normale S3-Folgen. Also Freunde, ihr habt es ja bald geschafft, ihr habt es ja bald geschafft und ich bin da auch glücklich. Gut, das dazu. Dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt und zwar sind jetzt noch ein bisschen hier Thema, dritter Punkt, Uploads, was steht da an? Und zwar habe ich hier einmal, ein neues Projekt geht wieder zu Ende. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. StarCraft 2 Heart of the Swarms Kampagne haben wir durchgezockt. War super noch am Ende. Schöne Kommentare, noch schönes Feedback bekommen. Wer Lust hat, kann mir gerne mal die letzte Folge angucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Viele fragten noch zum Thema Multiplayer, wie sieht es denn da so aus? Und da sagte ich auf jeden Fall, ja, eher nicht. Es kann sein, dass, weiß nicht, einmal so alle 2 Wochen mal eine Multiplayer-Folge hochgeladen wird. Aber da muss ich auch gucken. Also StarCraft ist eigentlich jetzt sozusagen beendet. Gut, dann haben wir jetzt ein wunderschönes Projekt gestartet. Das ist Payday 2 und ich muss sagen, das macht super viel Spaß. Bisschen Banküberfall. Vini ist jetzt auch dabei in den neuen Folgen. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ja. Also wer es nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall da nochmal reinschalten. Und heute ganz frisch angelaufen ist jetzt hier Worms Clan Wars. Das ist ein neues Projekt. Das wird dann einfach so ein bis zweimal die Woche kommen. Eher so ein bisschen entspanntes Projekt, was ich auch eher so ein bisschen mit der Community mal schauen starten möchte, wie weit wir das so schaffen. Auf jeden Fall da nochmal reinschalten. Links habe ich auch nochmal in der Beschreibung. Da noch am besten nochmal reingucken. Und dann wird diese Woche am Donnerstag, Freitag wahrscheinlich noch ein neues Let's Play starten. Dann haben wir 3 neue Let's Plays, also richtig ordentlich neuen Stoff. Aber ich meine, wir haben ja auch viele Let's Plays jetzt abgeschlossen. Wie zum Beispiel, wie gesagt, StarCraft. Infestation kommt natürlich auch nicht mehr allzu viel. Also auch so ein, zwei, ja, 2 Folgen schon die Woche. Aber ist natürlich, da war es eine lange Zeit eine Trockenphase. Aber wie gesagt, jetzt haben wir Platz für neue Let's Plays auf jeden Fall nochmal. League of Legends kommt wie immer täglich 15 Uhr, nicht vergessen. Und die neuen Let's Plays kommen dann eher so Richtung 17 Uhr. Auch täglich eine Folge halt insgesamt von den neuen Games. Und ich denke mal, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sonst an immer hier Feedback in den Evil News da unten reinschreiben, wenn euch irgendwas noch nicht gefällt, wenn euch irgendwas besonders gefällt, dann könnt ihr gerne das noch ein bisschen erwähnen, damit ich die Pros und Cons von meinem Konto so ein bisschen drauf habe. Und ansonsten, ja, wollte ich dann einfach auch, kann ich auch mal gerne in der nächsten Folge mal ein bisschen auf eure Kommentare, auf eure Diskussionsfragen eingehen. Zum Beispiel das jetzt hier mit Road to Evil Changer. Wieso zocke ich mal den Champion? Was ist da los? Und ich würde sagen, das haben wir einfach jetzt mal hier in diesem kleinen Evil News geklärt. Ich glaube, die letzte Folge ist auch schon wieder oh, 3 Wochen her. Ich weiß es gar nicht genau. Freunde, ich möchte die noch öfters machen, weil es macht eigentlich echt ein bisschen Spaß mit euch hier so direkt zu labern. Und ja, macht's gut, Evils. Bis zum nächsten Mal. Kommentare vergewaltigen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.